Ja, schönen guten Tag. Christian Müller-Hergel, mein Name vom Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Ja, ich möchte Sie heute einführen in den 9. Newsletter. Wie Sie wissen, quartalsmäßig veröffentlichen wir immer einen Newsletter, wo wir einen Überblick über ganz interessante Studien geben wollen, die in der letzten Zeit erschienen sind. Und diesmal haben wir einige Themen, die betreffen Technologie, das Grundlagenwissen Demenz, einige Interventionen sowie einige Fragestellungen zur Versorgung von Patienten in der Psychiatrie. Fangen wir mal mit der Technologie an. Eine ganz interessante Studie, die arbeitet heraus, dass Technologien zu vermehrten Kontakt anregen zwischen den Klienten untereinander und zu den Mitarbeitern. Also es ist nicht die Technologie per se, die hier entscheidend ist, sondern die Folgen, die die Technologie für das Interaktionsverhalten untereinander hat. Insofern ist es ein bisschen wie Spielmaterial. Eine andere Studie beschäftigt sich mit Überwachungstechnologien. Dabei verspricht man sich ja solche Dinge wie reduzierter Mitarbeitereinsatz, schnelleres Erkennen von Risiken und im Endeffekt sogar Kostensenkungen. Und die Studie kommt zum Ergebnis, dass die Evidenzen für diese Vorteile, die man sich verspricht, sehr gering sind. Also im Ergebnis kommen die zu dem Resultat, also die Probleme verschieben sich dann auf andere Ebenen, aber sie werden im Endeffekt nicht kostengünstiger oder geringer. Also ein transformationales Potenzial für die Pflege spricht man der Technik nicht zu und in der Regel erhofft man sich zu viel davon. Schauen Sie mal selber rein. Gut, ein paar Studien zum Grundlagenwissen der Demenz. Eine deutsche Studie, die variiert so das Thema Use it or lose it und sagt, wenn man in dem eigenen Beruf sehr viele sprachliche Anforderungen hatte, also viel kommunizieren, kooperieren, koordinieren musste, dann wirkt sich das positiv auf die kognitive Reserve aus. Es dauert also etwas länger, bis man dann seine eigene Demenz bekommt. Ja, eine weitere Studie belegt nochmal, dass psychische Erkrankungen, aber auch körperliche Erkrankungen in der Kindheit den Alterungsprozess beschleunigen. Ne? Und das hat bei psychischen Erkrankungen oft ja noch den Aspekt, dass man dann zum Beispiel eine gewisse Fettleibigkeit entwickelt, dass man sich zu wenig bewegt, dass man raucht, dass man Alkoholmissbrauch betreibt. Und das zusammen mit der psychischen Erkrankung führt halt zu einer Beschleunigung der Hirnalterung. Auch nicht ganz unbekannt, aber doch nochmal wichtig, das so belegt zu bekommen. Es gibt so eine Annahme in der Demenzforschung, dass die verschiedenen Ebenen der kognitiven Defizite quasi linear parallel verlaufen. Das heißt also kognitive, emotionale und soziale Defizite, die laufen parallel. Und die Forschung, die ich hier so aufgetrieben habe, die zeigt, dass das nicht so wirklich der Fall ist. Also die soziale Kognition bleibt im Vergleich zu anderen Ebenen, wie zum Beispiel Exekutivfunktion oder Gedächtnis oder Sprache, vergleichsweise länger erhalten. Das würde so ein bisschen die alte These der Validation unterstützen, dass die emotionale Kompetenz doch etwas länger erhalten bleibt als andere Funktionsebenen. Schauen Sie mal rein, ich fand das ganz interessant. Ja. Gut, weitere Erkenntnisse zum Grundlagenwissen betreffen einmal eine Studie noch einmal, die zeigt, dass Traumatisierungen in der Kindheit sich tatsächlich verschlechternd oder verschlimmernd auf die Demenzentwicklung auswirken. Auch diese Vermutung hat man schon seit langer Zeit gehabt, die ist jetzt erneut bestätigt worden. Und ähnlich auch Kinder, die früh ihre Eltern verlieren, entwickeln vergleichsweise schneller ihre Demenz. All dies sind eigentlich Belege für die Stresshypothese. Nicht? Also wenn so im Laufe des Lebens, vor allen Dingen in der Kindheit, aber auch in den mittleren Jahren, ein zu großer Stress entsteht, dann gibt es eine Tendenz, dass die Demenzprozesse schneller verlaufen. Ja, ich übergehe jetzt mal so ein paar Studien zum personenzentrierten Ansatz. Das sind Dinge, die wir auch schon früher mal beschrieben haben. Also zum Beispiel, dass engagierte Leitungen einen sehr hohen Anteil daran haben, dass eine personenzentrierte Pflege entsteht. Ja.
oder dass die Kontaktbereitschaft und Kontaktfähigkeit von Mitarbeitern für das Entstehen einer personenzentrierten Pflege sehr viel wichtiger sind als bestimmte Interventionen, die man durchführt. Auch dies sind eigentlich Themen, die wir schon kennen. Kommen wir noch einmal zu der Technik. Also es gibt ja seit einiger Zeit so diese Brillen, diese VR-Brillen, wo man quasi in so eine künstliche Welt abtaucht. Und das hat man jetzt auch bei Menschen in der Frühphase der Demenz mal so untersucht, wie die darauf reagieren. Und das klappt eigentlich ganz gut. Die tauchen gerne in diese Erlebniswelten ab. Und das tun wir ja auch ganz gerne mal. Ja. Nur man muss sie sehr genau den einzelnen Personen und ihren Bedürfnislagen anpassen. Und das wiederum setzt einiges voraus und macht das wiederum sehr aufwendig. Eine andere Studie, auch nochmal mit Technik, da geht es um Smart Homes. Also Heime, also Wohnungen, die einen hohen Grad an technologischer Unterstützung haben. Also zum Beispiel, wenn man die Schelle betätigt, geht ein Licht an. Ja, wenn man hinfällt, dann wird automatisch ein Sensor aktiv, der irgendeinem Pflegedienst Bescheid gibt und so weiter. Und das Spannende an dieser Studie war, dass das gar nicht die teuren in Applikationen sind, die wichtig sind, sondern es sind eher die billigen und die einfach zu installierenden Technologien, die den höchsten Nutzen haben. Auch das finde ich nochmal ganz ermutigend. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, Psychotherapie. Also Psychotherapie für ältere Menschen ist ja schon seit längerer Zeit ein ganz interessantes Themenfeld. Zum einen, weil es Hinweise darauf gibt, dass kaum eine Bevölkerungsgruppe so positiv auf Psychotherapie reagiert wie alte Menschen. Zum anderen haben die es aber auch schwer, den Zugang zu finden. Also psychotherapeutische Praxen sind oft nicht behindertengerecht und dann kommt man nicht hoch. Und wenn man da lange drauf warten muss, ist dann, wenn sie sehr alt sind, auch sehr schwierig. Und, ne? Und hier gibt es einmal eine Studie, die so nochmal zusammenfasst, warum Psychotherapie eigentlich für ältere Menschen so positiv ist. Und zweitens, einem Berliner Projekt wird vorgestellt, wo Psychotherapeuten besonders geschult sind und dann zugehende psychotherapeutische Arbeit machen. Das heißt, die gehen in die Heime, die gehen in die Wohnungen und arbeiten dort vor Ort mit den Personen und den Angehörigen zusammen. Ein sehr wichtiger Ansatz. Ja. Es gibt so Hinweise darauf, dass Aggressionen sowohl in stationären Einrichtungen wie auch in der Psychiatrie seit einiger Zeit sehr stark zugenommen haben. Man vermutet, dass das auch mit der Corona-Situation zusammenhängt. Und die japanische Studie, die ich hier gefunden habe, die ist insofern ganz interessant, als dass man hier Außenstehende, zum Beispiel ehemalige Polizisten, Lehrer, die auch schon älter sind, gebeten hat, in Psychiatrien mal solche Gewaltvorkommnisse zu beobachten. Und die Auswertung zeigt, dass diese Außenstehenden meinen, dass viele Pflegende ein Verhalten an den Tag legen, das Aggressionen auslöst, ohne dass das den Pflegenden bewusst ist. Das finde ich eine spannende Idee. Also aus der Perspektive der Pflegenden sind es die Klienten, die aggressiv sind. Aus der Perspektive von neutralen Beobachtern sieht das etwas anders aus. Das finde ich spannend und gibt vielleicht noch mal so einen Einblick in die Idee, wie wichtig das ist, mal neutrale Beobachter einzusetzen, die sich so eine Situation anschauen. Stumme Patienten sind eine ziemliche Herausforderung in der Psychiatrie, also Menschen, die nichts sagen, die quasi verstummen, ja. Und diese schwedische Studie, die zeigt, welche Erfahrungen Pflegenden mit Stummen gemacht haben. Da geht es also viel um Körpersprache und um das Einschwingen in die sehr feinen Signale eines Menschen, um zu verstehen, wie so die Innenseite des Erlebens von stummen Patienten aussieht. Zum Schluss, es gibt zunehmend eine neue Gruppe von Patienten, hat es auch in den letzten Jahren einige Veröffentlichungen zugegeben, die nennt man SMI, also Severe Mental Illness, also Menschen, die eine schwere psychische Erkrankung haben, aber keine Demenz. Und das sind oft eher Männer, das sind Menschen, die noch körperlich relativ gut fit sind, die aber nicht mehr alleine leben können und die oft einen auch von Gewalt und Alkoholismus und ähnlichen schwierigen Phänomenen gekennzeichnetes Verhalten an den Tag legen.
Und eine US-amerikanische Studie, die hat also solche Einrichtungen untersucht, die eine hohe Anzahl von SMI-Patienten hat, und kommt zu dem Ergebnis, je mehr SMI-Patienten in einer Einrichtung gibt, desto geringer ist die Pflege und die Lebensqualität von allen. Also nicht nur von denen, sondern von allen Bewohnern. Und was ist der Grund? Auch den finde ich ganz interessant. Der Grund ist weitgehend darin zu suchen, dass man für Menschen mit einem geringen Körperpflegebedarf, aber mit einem hohen Betreuungsbedarf, keine ausreichenden Entgelte gewinnen kann. Das heißt, solange sie keinen hohen Körperpflegebedarf haben, kommen sie einfach nicht in entsprechende Stufungen oder Grade oder wie immer man das dann auch bezeichnen mag, und hat eine schlechtere Personalsituation, unter der dann alle leiden. Das ist übrigens eine Situation, die auch in Deutschland, auch nach den jüngsten Reformen, genauso vorliegt. Ja, also wie immer, ich würde mich freuen, wenn Sie in den Newsletter reingucken, wenn Sie das eine oder andere finden, das Sie interessiert. Geben Sie uns Rückmeldung, dafür sind wir immer dankbar. Und ja, ich freue mich dann auf unser Wiedersehen im Februar. Dort kommt dann der 10. Newsletter. Aber jetzt erstmal der 9. Viel Spaß und bis dahin, Christian Müller-Hergel.